Anlässlich des vierten Zeidener Treffens in der alten Heimat wurde die Ende des 18. Jahrhunderts erbaute Brauseorgel nach einer langjährigen Restaurierung wieder eingeweiht. Die zweitgrößte Orgel des siebenbürgischen Orgelbauers Johann Brause darf nun wieder in voller Pracht erklingen. Dies ist in erster Linie dem Orgelbauer Hermann Binder zu verdanken, der sich der mühevollen Arbeit gewidmet hat, sowie dem Einsatz der Heimatortsgemeinschaft und der evangelischen Kirche in Rumänien. Das volle Geläut der evangelischen Kirche in Zeiden erklingt ausnahmsweise an einem Samstag. Es ist der 9. August und beim Festgottesdienst anlässlich des vierten Zeidener Treffens in der alten Heimat soll heute auch die von Hermann Binder restaurierte Kirchenorgel geweiht werden. Deshalb wird das Trompetengeschmetter von Klaus-Dieter Unch vorerst auf einer kleinen elektronischen Orgel begleitet. Erst nach der Einsegnung darf die große Brauseorgel von 1783 wieder ertönen. Sondern vor allem
Emotion die menschliche Seele erreicht. Das vierte Treffen in der alten Heimat hat schon am Freitag begonnen. Zahlreiche Zeidner aus Deutschland sind eingetroffen, um zusammen mit den hier verbliebenen Sachsen zu feiern. Und was ist schon so eine Feier ohne eine schneidige Blaskapelle? Eine Ausstellung auf der Orgelempore dokumentiert die Restaurierungsarbeiten, die im letzten Jahr am Instrument durchgeführt wurden. Schon Mitte der 80er Jahre hatte Hermann Binder die Zeidner Orgel gründlich saniert und erweitert. Damals verwendete er Pfeifenmaterial aus der den Orthodoxen überlassenen Kirche in Dürrbach. Die Idee eigentlich zur Orgelrestaurierung kam kurze Zeit, nachdem ich hier in Zeiden ankam, und das war jetzt schon fast 5 Jahre. Sicher in langsamen Schritten haben wir uns immer mehr daran gewagt, bis das ganze Projekt sich abgezeichnet hat und wesentlich dazu beigetragen hat, natürlich die Zeidner Nachbarschaft durch die Spenden. Die Orgelrestaurierung habe ich damals, das sind jetzt schon sicherlich 5 Jahre her, dass ich sie mit dem Klaus-Dieter Unsch angetrieben habe. Der Klaus-Dieter hat mir die Frage gestellt, die Orgel wäre notwendig zu renovieren, zu restaurieren. Würden wir mitmachen, also die Zeit der Nachbarschaft, damals war ich ja noch Vorsitzender, beziehungsweise bei uns in Zeiten heißt es ja Nachbarvater. Und da haben wir gesagt, das muss unbedingt gemacht werden und haben es dann intensiv in Angriff genommen, haben einen großen Aufruf im Zeidner Gruß gemacht und da muss ich sagen, haben die Zeidner und Zeidnerinnen aus Deutschland sehr, sehr viel Geld gespendet, so dass wir diese Orgelrestaurierung finanzieren konnten. Ja, wir haben bei unseren Mitgliedern der Zeidner Nachbarschaft in Deutschland für Spenden aufgerufen und waren überwältigt von den Spenden, die wir hierzu bekommen haben. Aus den Spenden werden wir diese Orgel oder die Orgelrestaurierung bezahlen können. Orgelführung am Nachmittag.
Stadtorganist Klaus-Dieter Unch hat eine besondere Art, die Orgel zu erklären. Die klingenden Register vergleicht er mit den Mitgliedern einer Gemeinschaft oder einer Familie. Zu Mann und Frau gehört aber auch eine Familie. Und zur Familie gehören auch die Kinder. Und auch in der Gemeinschaft. Die Gemeinschaft ist lebendig, wenn Kinder dabei sind. Kinder hören wir sehr schön aus einer Orgel heraus, indem ich jetzt noch ein Register hinzuziehe, das ganz spitz klingt. Ein sogenanntes Zweifußregister. Zweifuß, das war früher eine Dimension, zwei Fußeinheiten. Und das heißt, die Pfeifen waren dann in der Länge etwa, also kurze Pfeifen, die halt sehr spitz klingen, wie die Kinder einer Gemeinschaft. Wir haben versucht, einmal diese Spielanlage, die wir hier sehen, stilistisch an Brausezeit anzupassen. Die Registerzüge, die Klaviatur, auch von der Spielanlage das Muster, die Ornamente, das alles hat jetzt ein bisschen ein barockes Aussehen und hat ersetzt eine Spielanlagekonstruktion der 80er Jahre, die inzwischen als damalige Notlösung längst als überholt galt. Dann haben wir weitere Neuigkeiten. Im Pedal haben wir ausgebaut. Zum Pedal haben wir eine Mixtur hinzugebaut und eine Posaune 8 Fuß, damit ein Orgelkünstler auch im Pedalspiel eine selbstständige, klare, deutliche Linie im Pedalspiel zeichnen kann. Diese beiden Register, die wir gemacht haben, die sind genau nach Prause rekonstruiert und mit Prause-Maßen, wir sagen dazu Mensuren, ausgestattet. Und die waren auch eine Notwendigkeit, die sich die musikalische Praxis der letzten Jahre so hat einfallen lassen, dass man das machen sollte, damit die Orgel wieder dem Original näher kommt. Sicher. Also der Prause hatte ein Pedalwerk von 13 Tönen und diese 13 Töne, die wurden auf 30 erweitert, aber das Register Posaune kommt in der Originaldisposition vor und das Register Mixtur, das ist bei jeder anderen größeren Prause-Orgel auch dabei, in der Art. Letzte Handgriffe am Rückpositiv. Im Rahmen der Konzertreihe Musica Barcensis wird Peter Kleinert aus Frauenstein die frisch renovierte Barockorgel spielen. Frauenstein ist zufällig auch die Heimat des wohl berühmtesten deutschen Orgelbauers, Gottfried Silbermann. Ich komme ja aus Sachsen und habe viel an Silbermann-Orgeln, Konzerte und andere Musiken. Bin also mit Gottfried Silbermann sehr vertraut und der ist gewissermaßen für mich ein Maßstab. Und dieser Johannes Brause ist gar nicht so weit weg, stilistisch von Silbermann.
bin überrascht, wie sie klingt, vor allem auch die vielen Töne, die man eigentlich gar nicht kannte. Man kennt sie ja vom Gottesdienstgebrauch, aber wie viele Varianten eine solche Orgel hat, da war ich jetzt auch positiv beeindruckt. Als Laie, sage ich mal, klingt sie fantastisch. Ich habe es auch vom Hermann Binder gehört. Diese klangvolle Orgeltöne, die kann man, muss man genießen. Also ich finde sie toll und ich bin wirklich sehr froh, dass wir dieses Projekt abschließen können und jetzt heute die große Einweihung feiern konnten. Ich will auch unserem Organisten Klaus-Dieter Unsch dafür danken, der sich da stark gemacht hat, dass diese Orgelrestaurierung angegangen wurde. Und wie gesagt, wir dürfen uns heute als evangelische Kirchengemeinde hier in Zeiten glücklich schätzen, dass das zustande gekommen ist. Vom Klang her bin ich jetzt viel zufriedener. Ich fühle mich jetzt wie in einer Limousine, die schön surrt und in dem man bequem und elegant fahren kann. Also wir haben jetzt saubere Klangfarben und wir haben jetzt Grund, um unsere Zuhörer mit diesen neu gestimmten und restaurierten Klängen zu verwöhnen.